So, einen wunderschönen guten Abend allerseits. Heute, ja, am 9. August 2017, 19 Uhr. Mein Name ist Stefan Friedrichowski, wie gewohnt zu dieser Art von Webinaren. Und natürlich herzlich willkommen auch im Namen von JFD, die ja genau diese ganzen Webinarreihen und Webinare mit ermöglichen. Ja. Heute haben wir wieder ein spannendes Thema vor uns, Breakout-Strategien. Und ich kann persönlich gleich vorneweg sagen, Breakout-Strategien gehören in der Tat zu meinen Lieblingsansätzen. Zum einen, weil sie durch ihre Einfachheit auch ein bisschen bestechen und zum anderen, weil sie auch tatsächlich zu durchaus sehr guten und positiven Resultaten führen. Also von daher wirklich ein schönes Thema für heute, Breakout-Strategien. Und ein ganz klein bisschen ist es sogar eine Art von Zweiteiler, weil das nächste Webinar ist ein bisschen dann auch eine Fortsetzung von diesem. Also in 2 Wochen, gleiche Zeit, gibt es dann sozusagen noch ein Follow-up. Da geht es dann noch einen Schritt weiter mit Breakout-Strategien, nämlich dann hin zu selbstadaptierenden Strategien. Aber das ist das erstmal für heute gesehen, Zukunftsmusik. Von daher kommt das erstmal später. Wie immer gilt natürlich, ich habe die Folien bereits hochgeladen. Das heißt, ihr könnt die Folien im GoToWebinar-Bedienpanel jederzeit downloaden. Und ansonsten seht ihr wie immer meine E-Mail-Adresse eingeblendet hier unten. Wenn mal auch Fragen im Nachgang sind, hey, kein Problem, gerne einfach hier über diese E-Mail-Adresse mit mir direkt Kontakt aufnehmen. Ihr könnt mich direkt mit du und Stefan anreden, macht das Leben einfach. Und ja, kommen schon ein paar die ersten Fragen hier rein. Webinar wird auch aufgezeichnet. Und ist dann wieder auf dem YouTube-Channel von JFD natürlich auch im Nachgang nochmal zu sehen. Wer also da noch einen zweiten Blick reinwerfen will, überhaupt kein Problem. Wir nähern uns übrigens langsam der Rekordmarke hier, was die Teilnehmer angeht. Das macht mich natürlich nochmal mehr zufrieden und freut mich natürlich. So, dann haben wir natürlich wie immer, bevor ich hier so richtig einsteigen kann, muss ich natürlich mal wieder diese eine Seite zeigen, den sogenannten Risk Disclaimer. Wisst ihr alle, ich rede hier über Trading-Strategien und das auch sehr, sehr ernsthaft. Das heißt, ich werde heute wirklich ganz konkrete Strategien vorstellen. Schließlich und endlich bleibt es wie immer, wenn ihr Strategien so auch tradet, ihr tut es natürlich wie immer auf euer eigenes Risiko und in einer völligen eigenen Verantwortung. Der Satz muss natürlich hier wie immer mal vorneweg gestellt werden. Ja, der Worte sind nun genug gewechselt und vielleicht kleine Zwischenpreisfrage, lasst Taten folgen. Von wem ist dieses Zitat? Das ist natürlich nicht das Thema von heute, aber dieser Satz ist einfach so schön, deswegen nehme ich ihn so gerne. Aber bestimmt schreibt mir der ein oder andere auch noch, von wem denn dieser Satz eigentlich stammt, weil definitiv nicht von mir. Jetzt kriege ich noch eine Hinmeldung. Ton fehlt, sollte eigentlich nicht der Fall sein. Ich habe hier alles soweit, sehe ich auch, dass es übertragen wird. Von daher kann ich noch einen zweiten kurzen Quick-Check machen. Doch, passt. Also Ton muss dann auf der Empfängerseite liegen. Also sorry. Für den, der es geschrieben hat, definitiv wird der Ton sauber übertragen, auch auf meinem Kontrollbildschirm funktioniert es. Also einfach nochmal nachschauen, vielleicht ist es einfach nur auf stumm geschaltet. Schreibt schon jemand zu meinem Zitat, sein oder nicht sein? Nee, das ist jemand anders, der das geschrieben hat. Also der Worte sind genug gewechselt, lasst Taten folgen, stammt nicht von dem, der sein oder nicht sein, also nicht von Shakespeare, sondern definitiv von jemand anderem. Okay, die Auflösung kommt noch. Aber gehen wir natürlich ins Thema. Also was machen wir heute? Wir gehen natürlich einmal auf die Grundlagen von Breakout-Strategien in Summe ein und weil ich will es bewusst auch wieder allgemein gestalten. Also allgemein soll heißen, dass ihr ein Gefühl dafür kriegt, wie so eine Strategie vom Grundsatz her aufgebaut ist und welche Varianten dann daraus entstehen, die man auch alle für sich anwenden kann. Von daher zunächst mal ein bisschen Einführung in diese Grundlagen. Dann will ich natürlich allerdings auch noch einen Indikator
im MT4 zeigen, der auch frei verfügbar ist. Ich sage auch gleich, wie man an den kommt. Der einem grundsätzlich bei Breakout-Strategien wahnsinnig helfen kann, wenn man diese Strategie manuell traden möchte, weil wir werden nachher sehen, da geht es um Uhrzeiten und Ranges und sonst was. Aber das kann man sich alles prima einzeichnen lassen mit einem kleinen Indikator, der einem da sehr, sehr viel hilft. Der ist auch einfach nur aus dem Internet runtergeladen. Schließlich und endlich will ich euch auch zeigen, wie man eine solche Strategie in Excel gestaltet. Ich mache das allerdings nur an einem kleinen Ausschnitt, hat einen Hintergrund, weil die eigentliche Datei, die ich auch gerne zur Verfügung stelle, die ist 55 Megabyte groß. Die kann ich dann noch nicht mehr per E-Mail verschicken und da werde ich einen Dropbox-Link dann, wer das haben möchte, verteilen. Ganz einfach, das Excel-Sheet ist so riesig, weil ich das hier in dem Fall nachher sogar mit 15 Minuten Daten bestückt habe. Deswegen gucken wir uns nachher von der Kurshistorie her nur einen Ausschnitt an, um zu sehen, dass man das Ganze sogar in Excel darstellen kann. Aber ich habe sie jetzt noch nicht mal mehr geöffnet, weil mein Computer ist gerade schon fast wegen dem Öffnen und den ganzen anderen Aktivitäten hier an die Grenze gekommen. Das hat dann was mit Arbeitsspeicher zu tun. Aber auf jeden Fall will ich zeigen, wie es Excel-Sheet funktioniert, sodass ihr auch selber wieder genau mit einer solchen Strategie unmittelbar etwas anfangen könnt. Jo, jetzt purzeln hier noch gerade die verschiedensten Antworten rein zu meinem Zitat. Also Auflösung folgt auch sofort. Nee, Schiller ist es nicht und Tell ist es auch nicht. Da kommen schon genau die anderen richtigen Hinweise, kommt mehrfach hier, nämlich es ist natürlich Goethe. Von Goethe aus Faust ist genau dieses Zitat. Ich weiß allerdings jetzt nicht mehr genauere Details, aber da kommt es auf jeden Fall her. Und der Sieger ist übrigens Helmut, der als allererstes hier die Auflösung gegeben hat. Aber natürlich, wir wollen Taten folgen lassen. Gut, Breakout-Strategie. Ganz grundsätzlich ist der Ansatz eigentlich immer wiederkehrend und gleich. Nämlich, der Grundansatz heißt, wir definieren eine Range. Das kann man wirklich so abstrakt sagen. Ich sage bewusst einfach, wir bilden eine preisliche Range. Es gibt irgendwie eine Oberkante, ein oberes Preislimit und es gibt irgendwie ein unteres Preislimit. Ja, und es stellt sich natürlich die Frage, woher kommt denn das? Also diese beiden Zahlen, die nachher irgendwas Oberes und Unteres sein sollen. Da gibt es jetzt dann verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte das einfach sein, dass wir sagen, wir gucken uns den Vortag an und sagen, okay, der Vortag hat eine Range gebildet und das Hoch des Vortages ist dann unsere Oberkante der Range und das Tief des Vortages ist einfach unsere Unterkante. Wir können auch die Vorwoche nehmen. Wir können die Zeitframes hier relativ frei wählen. Wir können aber auch zum Beispiel sagen, wir gucken uns eine bestimmte Range innerhalb einer bestimmten Zeitdauer an. Also sowas wie von 8 bis 10. Wir nehmen irgendein Underlying, gucken uns das Maximum innerhalb von 8 bis 10 an und das Minimum. Und dann haben wir wieder eine solche preisliche Range. Also genau genommen sind hier diese zwei Sachen, die ich jetzt hier geschrieben habe, gar nicht die ersten zwei Einträge, gar nicht unabhängig voneinander, sondern wenn ich die preisliche Range des Vortages, dann wäre es nichts anderes wie ich gucke auf 0 bis 24 Uhr. Also von daher habe ich jetzt da nicht wirklich zwei neue Dinge genommen. Aber ich könnte auch andere Kanten setzen, Oberkanten und Unterkanten, zum Beispiel über Pivot Points. Auch ein beliebtes Mittel. Habe ich selber jetzt noch nicht wirklich weiter Erfahrung mit. Aber halt auch wieder eine Möglichkeit, die uns eine Range definiert. Ja, und dann geht es eigentlich relativ stur weiter. An dieser Range werden zwei Order platziert. Auf der Oberseite eine Buy Stop und auf der Unterseite eine Sell Stop. That's it. Jetzt könnte ich fast aufhören mit meinem Vortrag. Natürlich nicht, weil wir wollen ja ins Detail gehen und natürlich auch wissen, was funktioniert und was nicht. In der Regel, also meistens, werden diese beiden Order OCO platziert. Das kann man auch über ein Hilfstool mit JFD machen. An sich gibt es diesen Order-Typ unmittelbar in MT4 nicht, OCO. Wer es nicht weiß, heißt einfach auf Englisch One Cancels the Other, was dann so viel bedeutet wie wird die eine Order ausgeführt, zum Beispiel der Buy-Stop auf der Oberkante, dann löscht man den Sell-Stop, also die andere Order.
Ich sage bewusst alles meistens, weil da hier gibt es einen ganzen Baum von Varianten für Range-Out-Strategien. Der Stop-Loss ist ebenfalls meistens, und so werde ich es hier auch durchgängig machen, immer die Gegenseite. Das heißt, für die Buy-Stop-Order auf der Oberkante ist dann der Stop-Loss die Unterkante. All das, was wir hier machen, basiert auf einer Grundannahme, die uns nachher das Ganze ins Traden überführt. Nämlich, wenn jetzt ein solcher Ausbruch erfolgt, dann soll er nachhaltig sein. Soll heißen, in die Richtung soll es dann auch wirklich weitergehen. Jetzt gibt es leider nochmal jemanden, der keinen Ton hat. Aber ich kann nach wie vor sagen, Technik hier auf der Seite und auch der Kontrollmonitor zeigen Tonübertragung an. Also ich hoffe mal, es ist ein sogenanntes singuläres Problem oder mittlerweile dann bei zwei Leuten. Aber alle anderen melden gerade nochmal, Ton ist gut. Also, zurück. Der Ausbruch soll nachhaltig sein. Das ist die Annahme. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es in die Richtung weitergeht, wenn er denn aus dieser Range ausbricht. Gucken wir uns das Ganze mal grafisch an. Dann sieht das ungefähr so aus. Und da können wir das nochmal an dem Beispiel durchspielen, wie jede Breakout-Strategie funktioniert. Auch wenn ich jetzt hier gleich auf bestimmte Zeitranges nehme. Um ein Grundbeispiel zu schaffen, wie wir es auch nachher weiterverarbeiten werden. Gucken wir uns mal den Chart hier genauer an. Dass das in Wahrheit Euro, japanischer Yen ist und uralt, weil da steht er jetzt nicht mehr, das ist egal. Es geht ums Prinzip. Was habe ich hier alles eingemalt, damit die Range-Breakout-Strategie super klar wird? Zunächst mal, wenn ich auch mir überlege, wie ich das Bild habe entstehen lassen, habe ich zwei vertikale Linien eingetragen, nämlich eine, in dem Fall bei 0 Uhr und eine bei 8 Uhr. Okay, das waren zunächst mal zwei vertikale Linien, die mir die zeitliche Range bilden. Dann bin ich hingegangen und habe zwei horizontale Linien eingetragen, nämlich eine, da wo das Maximum innerhalb der zeitlichen Range ist, das wäre genau hier. Da, wo jetzt mein Cursor ist. Und dann eine zweite Linie genau auf dem Minimum. Das kann man jetzt leider nicht ganz so genau erkennen, weil ausgerechnet hier die letzte Kerze, die hier ist, die hat eine sehr lange Lunte und diese Lunte reicht exakt genau bis hier unten hin. Das heißt, wir haben jetzt hier eine solche Box definiert. Und das. Jetzt, warum stotter ich gerade? Weil hier jemand geschrieben hat, dass der eine hat noch Probleme, den Bildschirm zu kriegen. Der Bildschirm sollte allerdings übertragen werden. Und das zweite, das PDF öffnet sich nicht. Also es sollte eigentlich alles soweit klar gehen. Auch das mal eben als schnelle Kontrolle hier bei mir auf dem zweiten Bildschirm. Ob denn bei mir das PDF kommt? Doch, es kommt. Also hoffe ich, auch das geht soweit alles in Ordnung. Dauert nur ein bisschen, sagen jetzt andere gerade. Dann funktioniert auch alles. Okay, danke für die ganzen Hinweise hier. Also funktioniert. Wenn jemand das PDF final irgendwie dann doch nicht kriegt, ebenfalls einfach eine E-Mail an mich. Ich schicke es dann einfach separat per E-Mail zu. So, wir haben jetzt hier unsere Box definiert und jetzt, wie geht's weiter? Jetzt ist irgendwann 8 Uhr. Wir haben das ganze Spiel gemacht. Wir können diese graue Kasten hier einmalen und jetzt wird es Zeit, die zwei Order zu platzieren. Nämlich hier oben bei Stop Order. Sieht man jetzt hier nur noch virtuell eingezeichnet. Zweite Order, Sell Stop Order hier unten. Stop Loss, hatte ich schon gesagt, immer, in meinem Fall mache ich es einfach so, Gegenseite. Das Vorteil immer an so einer Gegenseite ist der, damit ist es kein richtiger Parameter. Er ist von selbst definiert. Das ist aus mathematischer Sicht dann immer zusätzlich elegant, weil dadurch ist es kein Freiheitsgrad. So, wir haben jetzt also unsere beiden Order platziert. An der Oberkante und an der Unterkante. Und wie geht's jetzt weiter? Jetzt kommt hier die nächste Kerze. Nichts passiert, nichts passiert, nichts passiert. Und
Ich weiß gar nicht, ob die das schon triggert, aber spätestens diese hier, wo jetzt mein Cursor ist, triggert unsere Sell Order. Das heißt, ab jetzt sind wir short unterwegs. Wir bauen darauf, dass der Preis nach Süden ausbricht. In dem Moment, wo wir jetzt hier diese Order, wo die ausgeführt wird, löschen wir die Buy-Stop-Order auf der Gegenseite und da kann uns also jetzt nichts mehr auf der Oberseite passieren. Annahme ist, Preis geht nach Süden weiter. Gucken wir uns mal so die ganzen nächsten Candles hier an. Sehen wir erstmal, wir sind jetzt erstmal die nächsten Candles im Wesentlichen die ganze Zeit im Minus. So ab und zu mal kurz im Plus und dann passiert genau das, was diese Strategie natürlich auch eigentlich will. Ausbruch, der nachhaltig erfolgt. Preis geht also hier munter runter und hier wäre der schon der Trade zu Ende gewesen und hätte seinen Take Profit erreicht. Kommt natürlich automatisch die Frage, hey, Take Profit erreicht, wo lege ich den überhaupt hin? Aha, nächster Freiheitsgrad. Wir müssen es natürlich festlegen. In meinem Beispiel hier auf dem Chart habe ich einfach ein CRV gleich 1 gemacht. Das heißt, mein Take Profit war genauso weit weg wie mein Stop Loss. Deswegen ist diese, man sieht so visuell auch ungefähr, Distanz hier nach oben genauso weit wie hier die grüne Linie. Da war dann der Take Profit und schon dann gegen Mittag wurde dieser Take Profit erreicht. Jetzt muss man natürlich immer dazu sagen, jeder Vortragende macht natürlich, wenn er diese Strategie zeigt, immer so ein Beispiel, wo es natürlich funktioniert, ist ja logisch. Natürlich funktioniert die Strategie bei weitem auch nicht immer. Aber wir werden sehen, wie wir die genau in den Griff kriegen, dass wir in Summe damit was Profitables hinkriegen. Gucken wir uns das nochmal ein bisschen aus der Distanz an. Was haben wir hier an Freiheitsgraden, also an Parametern, an denen wir, ich sage das immer gerne so ein bisschen lapidar, rumspielen können und uns fragen, was ist besser und was ist schlechter, dann sind hier alleine schon drei Freiheitsgrade, die wir ins Kalkül ziehen. Nämlich die drei Freiheitsgrade, die hier direkt zu sehen sind, ist die Startuhrzeit meiner Range. Dann die Range Endzeit, also Startuhrzeit in meinem Beispiel war 0 Uhr. Range Endzeit war bei mir 8 Uhr. Und der letzte Freiheitsgrad war der Take Profit Multiplier oder nennen wir es mal im ganz normalen Trading, in der normalen Trading-Sprache einfach das CRV, was jetzt in meinem Beispiel hier 1 ist. Natürlich habe ich jetzt hier einfach irgendwelche drei Zahlen. Aber um diese drei Zahlen geht's. Welche sind jetzt gut, für welches Underlying und. Das ist die Frage, die wir uns stellen und ich gebe auch nachher so ein paar, nennen wir es mal, Lösungen für ein paar gute Strategien euch mit auf den Weg. Die Zeiten, die ich jetzt hier im Bild habe, sind erstmal vom Himmel gefallen und die sind in der Tat auch nicht die, die ich hier wirklich traden würde. Es geht einfach nur um das Prinzip. Wir haben jetzt hier drei Freiheitsgrade. Wer schon mal mehr mit Breakout-Strategien gearbeitet hat, wird feststellen, es lohnt sich noch vielleicht einen vierten, vielleicht sogar noch einen fünften Freiheitsgrad zuzunehmen, indem man noch weitere Bedingungen mit einbaut. Und ich werde auch ein paar von denen auch später in meinen Beispielen benutzen. Zum Beispiel ist eine gute Option zu sagen, hey, ich nehme noch ein EMA als Trendfilter. So nach dem Motto, ich gehe noch kurz wieder zurück auf das Bild, ich habe jetzt hier keine große Historie, aber ich tue mal gerade so, als wenn ich sage, der Preis ist hier weit von oben in den letzten Tagen runtergekommen, immer weiter. Das heißt, vielleicht der übergeordnete Trend ist sowieso nach Süden und ich sage, hey, ich handle nur die Richtung des übergeordneten Trends, in dem Fall dann halt ein Short Trade. Das heißt, ich platziere nicht in Wahrheit zwei Order, sondern nur eine Order und in dem Fall tatsächlich nur eine Short Order. Ein solchen Trendfilter lohnt durchaus für die eine oder andere Strategie. So, jetzt muss ich mal kurz ein bisschen hier in die Fragen gucken, ob ich den Trade beispielsweise genau auf die Linien setze. Ja, ich setze ihn in der Tat genau auf diese Linien. Es ist auch wieder eine Geschmacksfrage, ob man da vielleicht noch ein, zwei Bips irgendwas draufpackt. Alles möglich, kann man auch wieder wie eine zusätzliche Option sehen. Ich weiß, worauf die Frage abzielt, nämlich nachher auf das
sozusagen das Gegenteil von dem, was wir sehen wollen, nämlich die Fake-Ausbrüche. Also so mal einmal kurz nach oben geschnippt oder und dann doch wieder die Gegenseite aufnehmen, ist natürlich auch möglich. Und grundsätzlich schützen wir uns davon nicht. Dann, wann wird eigentlich der Trade geschlossen? Bei all dem, was ich hier heute vorstelle, ist es immer Intraday. Das heißt, bevor Swap-Kosten passieren würden, schließe ich jeden Trade. Das heißt, ich schließe den Trade auf jeden Fall vor 23 Uhr. In den meisten Fällen mache ich sogar schon um 22 Uhr, so dass ihr auch manuell die Möglichkeit habt, wer jetzt kein Nachtmensch ist, dann noch den Trade zu schließen. Was mir wichtig ist, ist eigentlich, ich möchte keine Swap-Kosten anschließend sehen, wenn ich über die 23-Uhr-Grenze komme. Und ich will nicht am nächsten Morgen dastehen und mich fragen, wenn ich denn jetzt noch einen Trade laufen habe und jetzt kommt dann die nächste Range, soll ich dann auch noch wieder den Trade eingehen, ja oder nein? Und um das Ganze also nicht zu kompliziert zu werden zu lassen, deswegen eine reine Intraday-Strategie aus meiner Sicht und deswegen die Trades geschlossen, bevor Swap-Kosten entstehen. Nochmal der Hinweis an jemanden, gibt eine Aufzeichnung, ist dann auf dem YouTube-Channel von JFD, weil jemand hier ein bisschen später erst dazugekommen ist. Also EMA als Trendfilter könnte was sehr Interessantes sein, dass wir nur in den übergeordneten Trend überhaupt unsere Trades platzieren. Dann wird es also auch kein OCO, sondern ohnehin nur ein Trade in eine Richtung. Eine andere Möglichkeit wäre, weil wir schon mal DAX-Saisonalitäten uns angeguckt haben, so Wochentags-Saisonalitäten, zu fragen, hey, okay, an dem und dem Tag mache ich eher nur den Short oder den Long Trade, also ich habe einen anderen Filter, um mir zusätzlich einen Vorteil zu verschaffen. Dann könnte es nützlich sein, und das Verrückte ist, es könnte hier beides vorkommen. Einfach zu sagen, hey, ab einer maximalen Range-Größe, nee, sorry, jetzt bitte kein Trade mehr. Wenn dann mal irgendwie, angenommen, wir hätten so Uhrzeiten wie 6 Uhr bis 10 Uhr und diese Range ist einfach monstermäßig groß, warum auch immer, dass wir dann sagen, nee, komm, sorry, da machen wir jetzt heute kein Trade mehr. Zum Beispiel könnte man das irgendwie mit Vortagesvergleichen machen und, um das abzufiltern. Wäre auch wieder ein solcher Filter, der vielleicht uns noch ein bisschen profitabler macht. Genauso könnte es allerdings sein, auch das werde ich nachher im praktischen Beispiel auch mit erwähnen, dass wir sagen, hey, wir machen eine minimale Range-Größe. Das erschließt sich sogar noch fast einfacher mit der minimalen Range-Größe, warum auch das sinnvoll sein kann, ist, weil ich habe es mal hier einfach nur so dahingeschrieben, es vermeidet Trades, wenn ohnehin nichts los ist. Also man denkt zum Beispiel an zwischen Weihnachten und Neujahr, meistens ist die Börse da ziemlich tot. Ranges in bestimmten Uhrzeiten bilden sich dann trotzdem. Die sind dann meistens ziemlich mickrig. Naja, und dann ist halt das, dann werden wir auf einer Seite ausgeführt, der Preis wackelt nochmal kurz durch die Gegend und schwupps sind wir im Stop-Loss. Das heißt, wenn so eine Range sehr, sehr klein wird, dann ist dieses normale Rumeiern der Börse tendiert dazu, uns einfach mal eben wieder aus dem Trade rauszukicken. Wenn man es ein bisschen mathematischer formuliert, dann führt das in eine andere Richtung und dann geht es um den Vergleich. Wir haben ja nun mal Kosten, wenn wir traden und Kosten immer in zwei Dingen, einmal Commission und einmal Spread. Je kleiner die Range wird, desto schwieriger wird es, dass wir den Spread verdienen. Und auch das ist ein Grund, warum man zu kleine Ranges dann vermeiden sollte. ATR wäre übrigens auch nochmal, wird gerade mir zugerufen, auch eine Variante, die man mit einbauen kann, wenn man also, was weiß ich, der ATR zu groß ist, dass man dann sagt, nee, keine Trades oder vielleicht auch zu klein, dass man dann auch sagt, keine Trades. Ich habe selbst mal Bauchgefühl hier hingeschrieben, zu sagen, wie, naja, heute stehen ohnehin noch News an. Da will ich nicht. Dann schalte ich sozusagen ab, diese Strategie. Ich habe das jetzt mal allgemein als Bauchgefühl gesagt. Ich kann ehrlich sagen, wie ich es trade, auch diese ganzen Breakout-Strategien, auch wenn ich weiß, dass News anstehen, wie EZB Zinsentscheide oder sonst was, ich bleibe dabei, auch dann trade ich.
dennoch. Das heißt, das ist mir erstmal egal. Aber das kann jeder natürlich wie immer für sich selbst entscheiden. Jetzt gucken wir mal so eine Strategie mal kurz live an. Also live, indem wir, ihr werdet es gleich sehen. Ich öffne jetzt hier mal eben ein kleines Filmchen und hoffe, dass dieser Film gleich auch ausreichend gut und schnell übertragen wird, dass man so ein bisschen erkennen kann, wie diese Strategie eigentlich funktioniert. Ich lasse mal im Moment noch das Bild hier stehen. Wir haben keine normale Zeitachse, sondern das ist eine Nummerierung von Kerzen, aber ansonsten haben wir eine gewohnte Kerzendarstellung. Das Ganze ist hier in dem Fall US-Dollar, japanischer Yen. Und dann ist hier jetzt gerade eingezeichnet genau diese Box, so ähnlich wie ich das auch vorhin in meinem Beispielchart gemacht habe. Und dann wurde diese Box ja hier mit der nächsten Kerze verlassen und dann wurde hier ein Trade initiiert und der ist dann hier geendet. Ich weiß jetzt auswendig, dass dieser Trade in seinen Time-Stop gelaufen ist, also in dieses Close vor Mitternacht, damit wir immer bei einer Intraday-Strategie bleiben. Es hätte natürlich auch der Take-Profit sein können, aber da dieser Trade 0,9 R hat, ist er dann zu klein. Jetzt lasse ich mal den Film loslaufen und hoffe, dass dieser Film auch mit übertragen wird. Aber wie ich gerade auf meinem Kontrollbild sehe, jetzt gucke ich mal eben eine Sekunde, doch, er wird mit übertragen. Seht ihr, wie sich jetzt hier solche Ranges ausbilden? Und jetzt haben wir hier gerade, ich halte es mal bewusst wieder an, ist die Range, diese Range hier gerade verlassen worden, während die am Vortag dieses, da sehen wir noch dieses grüne Rechteck, diese Range ist nie verlassen worden. Das heißt, da gab es dann auch keinen Trade. Und so hangelt sich das hier sozusagen durch. Und wir können praktisch hier sehen, wie diese Strategie live funktioniert und dann immer wieder Ranges macht und dann Ausbrüche, Minus Trade, nächste Range und, und. Und genau so funktioniert diese Strategie. Also das, was ich vorhin statisch mal dargestellt habe, in dem einen Bild, ist jetzt hier sozusagen im Video direkt zu sehen. So als wenn diese Trades dann auch so durchgeführt wurden. Jetzt haben wir hier mal ein paar Mal die Boxen in Schwarz und das heißt einfach, weil in diesem Fall hat diese Strategie eine Mindestrange, da war die Range dann zu klein und weil sie zu klein ist, wurde auch nie ein Trade platziert. Das mal als eines Beispiel und dann machen wir nochmal ein zweites Beispiel und in Wahrheit ist es dasselbe. Nur, da will ich jetzt mal hier ein bisschen die Internetleitung strapazieren und hoffen, dass es entsprechend durchkommt. Ich werde es auch gleich wahnsinnig schnell laufen lassen. Was ich nämlich jetzt eigentlich will, ist, dass ihr mal einen Blick drauf werft auf eine Equity-Kurve, die hier mit eingeblendet ist, als dieses Inlet. Und was wir jetzt hier machen, wir machen mal im Schnelldurchlauf 10 Jahre. Also lassen wir das ganze Ding mal loslaufen und jetzt rennt der Film. Wie das genau bei euch aussieht, kann ich auch nur auf meinem Control Monitor erahnen. Aber ich lasse ihn mal beliebig schnell laufen, den Film. Und ihr seht, wie sich jetzt hier langsam diese Equity-Kurve über die letzten 10 Jahre herausbildet. Und es geht wahrscheinlich sehr, sehr ruckhaft bei euch. Aber was wir sehen, hey, das Ding bewegt sich super schön nach Norden, diese Equity-Kurve. Sie hat ihre Drawdowns, aber so in Summe eine konstante Steigung, und das in Summe über 10 Jahre. Was hier abgelaufen ist, war jetzt die Simulation von 10 Jahren, als Range-Breakout-Strategie auf dem US-Dollar, japanischem Yen. Dass sie Drawdowns sind, gut, kennen wir, hat jede Strategie. Kommt natürlich hier auch vor. Müssen wir uns auch immer vor Augen halten. Ich werde euch nämlich nachher auch aus Live-Accounts Beispiele zeigen und da zeige ich euch auch einen Account, der in der Tat gerade einen Drawdown hat. Aber dazu stehe ich, weil ich weiß, dass das genauso dazugehört. Gucken wir uns das mal zeitlich an. Ja, dieser Drawdown, der hier in dieser Equity-Kurve ist, der hat in Summe ein Jahr gedauert. Aber an dieser Strategie in dem Fall festzuhalten, wäre genau das Richtige. Und es gibt in Wahrheit gar keinen Grund, da irgendetwas an dieser Strategie zu machen. Jetzt wird jetzt mal konkret gefragt, ob hier die
Trades OCO gemacht wurden. Ja, die wurden OCO gemacht. Das heißt, es gab immer nur final ein, maximal einen Trade, außer wenn die Range halt nicht verlassen wurde, dann gibt es natürlich keinen. Und wenn die Range zu klein war, gibt es natürlich auch keinen Trade. Das heißt, hier war ein Beispiel absolut genau mit OCO. Die Zeiten waren hier über die kompletten 10 Jahre absolut konstant. Ich muss jetzt gestehen, das sage ich nicht aus Geheimniskrämerei, ich weiß sie jetzt für diesen dieses Underlying jetzt in der Tat gerade nicht auswendig. Sorry, das ist auch keine Geheimniskrämerei. Ich würde sie sagen, soweit ich sie noch im Kopf hätte, aber ich habe sie nicht mehr. Die jetzt nicht im Kopf, aber ich habe ja nachher auf den Folien für andere Underlyings auch die entsprechenden Zeiten. Das heißt, aber nochmal wichtig, hier war alles konstant. Die Range-Zeiten waren konstant, der Take-Profit, also der das CRV war immer dasselbe und das wurde komplett einfach über 10 Jahre hinweg so getradet. Warum betone ich das gerade nochmal? Das ist genau das, was ich euch vorstelle, wenn wir in 2 Wochen mit der Strategie nochmal weitermachen. Das kann man auch dynamisieren. Das heißt, dann entsprechend ändern und dynamisch anpassen. Wird nochmal gerade gefragt, wann erfolgt der Exit? Beim Target oder am Tagesende? Die genaue Antwort heißt entweder oder. Also der Trade hat ein Target und wenn das Target natürlich erreicht ist, ist der Trade zu Ende. Prima. Wenn aber bis 22 Uhr das Target nicht erreicht wurde, der Trade noch läuft, also auch nicht den Stop-Loss erreicht hat, dann wird er geschlossen. Das heißt bei mir immer typischerweise Time-Stop, weil ich halt, wenn noch ein Trade offen ist, zu einer festen Uhrzeit den Trade einfach schließe. Nochmal, warum? Ich will keinen Overnight-Trade haben. Ich will schon gar nicht einen Over-Weekend-Trade haben, weil dann könnte ich mir auch noch Gaps einhandeln. Und letzte Begründung, ich will am nächsten Tag nicht vor der Frage stehen, oh, jetzt habe ich noch einen Trade laufen, was mache ich jetzt? Soll ich noch einen zweiten dazu einsetzen oder wie auch immer? Deswegen, also ein Trade wird durch 3 mögliche Bedingungen beendet. Stop-Loss, Take-Profit und wenn alles noch nicht bis 22 Uhr erfolgt ist, dann wird er um 22 Uhr geschlossen, egal ob er gerade im Plus oder im Minus steht. Und wenn die Range mehrmals täglich berührt wird, gibt es natürlich nur einen einzigen Trade, weil nachdem der erste von den beiden, der Buy oder der Stop, also Sell Order, aktiviert wurde, ist sozusagen der Tag eigentlich schon gelaufen. Von daher kann es auch dann nie mehr als einen Trade am Tag geben, weil wenn einer getriggert wurde, wird der andere gelöscht. Und dieser eine Trade, wie ich gerade schon sagte, kommt zu seinem natürlichen Ende. Stop-Loss, Take-Profit oder Time-Stop. Oh, jetzt kriege ich noch eine ganz schwierige Frage. Ob diese Art von Strategie besser performt als das Currency Pair selbst? Die Frage so kann ich gar nicht beantworten. Weil wir müssen ja immer sehen, wir müssen real einen Trade eingehen. Der Trade hat einen Anfang, ein Ende und eine Dauer. Ob man jetzt sagen kann, dass das automatisch besser performt als das Underlying selbst, nee, kann ich einfach so nicht beantworten. Ich kann mal Extrembeispiele mir gerade überlegen. Mal angenommen, der Kurs oszilliert die ganze Zeit hoch und runter, aber das mit einer relativ großen Amplitude. Dann wäre es für dieses Breakout-Szenario ideal. Angenommen, wir würden sogar immer bei jedem Breakout unseren Take-Profit erreichen. Über eine lange Sicht, also eine schöne lange Seitwärtsphase, würde also mal irgendwann eingestiegen, egal ob jetzt long oder short, und dann 3 Tage später wieder raus, in meiner oszillierenden Bewegung vielleicht in Summe ein Nullsummenspiel gewesen sein. Das heißt, gerade solche Underlyings, die zu heftigen Bewegungen neigen, ist diese Strategie ideal. Mal abgesehen von den letzten 2 Wochen wäre sozusagen das absolute Kontrabeispiel Euro, Schweizer Franken. Der tut nichts, der macht nichts, der bricht nicht und bleibt immer schön, wo er ist. Das stimmt normalerweise, außer in den letzten 2 Wochen. Ansonsten wäre das ein absolutes No-Go-Index, Underlying dafür. Gibt es bestimmte Währungen, die am besten für die Strategie sind? Ja, alle die, die halt zu besonderer Zickigkeit neigen, also weit laufen. Ich kann es mal ein bisschen allgemein sagen. Also alles, was mit Yen zu tun hat, ist immer gut.
Alles, was mit Schweizer Franken zu tun hat, ist immer schlecht für diese Strategie, außer halt in den letzten 2 Wochen. Das wären zumindest so Grundaussagen, die ich treffen kann. Ihr könnt das auch nochmal vergleichen. Ich habe in dem letzten Webinar über Martingale-Strategien eine Tabelle gezeigt, die so ein bisschen diese Bewegungstendenz der Underlyings skizziert. Und natürlich sind es jetzt genau die anderen, die hier ideal sind. So, boah, ihr habt heute Fragen. Wahnsinn. Indizes gehen damit auch, zeige ich auch nachher ein Beispiel. Oh, dann Bitcoins. Muss ich bisher gestehen, also dass da viele Bewegungen sind, dafür, das wäre schon mal gut. Aber ob die Strategie jetzt dafür geeignet ist, muss ich gestehen, habe ich noch nicht ausprobiert. Also viele, viele Möglichkeiten. Kriegt doch ein Underlying hier zugereicht oder PK von der SNB. Da muss ich jetzt gestehen, weiß ich jetzt nicht genau, was gemeint ist, aber Jens, du sagst es mir bestimmt gleich nochmal. Wodurch wird die Strategie denn jetzt langfristig profitabel? Ja, langfristig wird sie dadurch profitabel, dass sie diesen Wahrscheinlichkeitsvorteil hat, dass diese Ausbrüche tatsächlich eher nachhaltig sind und dann geht es auch wirklich in die Richtung weiter. Und das ist dann der tiefere Grund, warum das dann auch als Standardstrategie tatsächlich so gut funktioniert. Britisches Pfund, japanischer Yen, wie der Name japanischer Yen sagt, ist ebenfalls hier ein willkommenes Szenario. Und ob man das Ganze auch noch mit Martingale kombinieren kann, ganz sicher auch, habe ich allerdings auch noch nicht ausprobiert. Also, das war mal noch ein ganz Schnelldurchlauf hier. Ach so, wenn die Schweizer Notenbank keine Pressekonferenz, PK war Pressekonferenz, klar. Und ja, ich meine, die letzte Großentscheidung von der Schweiz, die liegt jetzt mittlerweile schon 1,5 Jahre her. 1,5 Jahre oder schon 2,5 Jahre. Wenn die das natürlich öfter machen würden, dann wäre ich auch geneigt, den Schweizer Franken hier mit in die Waagschale zu werfen. Okay. Gut, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen einen Schritt weiter, weil ich gesagt habe, okay, lass uns mal kurz auch angucken, wie es denn mit so einem Indikator ist. Da die Zeit extrem fortschreitet, mache ich es ein bisschen kürzer. Werde das Ganze dann noch mal zeigen. Jetzt werde ich noch mal Detail gefragt zu US-Dollar, japanischem Yen. Sorry, ich habe dazu jetzt wirklich die Uhrzeiten nicht parat, sondern nur noch das Video. Ich glaube, sie waren recht früh, aber ich krieg's nicht mehr auswendig hin. Könnte noch mal genau ins Video gucken, dann hätten wir es auch noch rauskriegen können. Ich sage euch nachher für andere Underlyings auch entsprechende Parameter. Also es gibt hier so einen Indikator und wer mal schnell einen Screenshot macht, der weiß ganz genau, wonach er dann suchen muss. Diesen TC24 Leerzeichen Asian Session.ex4 findet man dann auch im Internet. Und wer es nicht findet, ich kann es auch gerne zuschicken. Das ist halt so ein Indikator, der ist sehr, sehr hilfreich hier für diese Strategie. Ich will das kurz mal im Beispiel zeigen. Wenn man nämlich einfach diesen Indikator nimmt, dieses TC24 Asian Session und hier drauf wirft, kann man hier jetzt Uhrzeiten eintragen. Zum einen und zum anderen kann man dann hier noch sich da Linien machen. Ich mache dich schon mal gleich ein bisschen fetter, weil ich genau weiß, dass wir genau das auch brauchen. Und wenn man das dann alles so gemacht hat, dann seht ihr, werden einem nämlich hier genau die Ranges eingemalt. Ist natürlich ideal für diese Strategie, weil jetzt habe ich hier genau Uhrzeiten, also die Ranges direkt eingemalt. Und selbst wenn ich jetzt hier am live an diesem Chart wäre, wüsste ich dann genau, wenn der Balken aufhört, hey, jetzt ist Zeit, meine Order zu platzieren und wo, naja, ich sehe es. Das heißt, ich kann ab jetzt alles direkt hier im Chart machen. Und ich will jetzt mal hier kurz ein paar andere Zeiten nehmen. Dann erkennt man schon gleich, wo bei einem solchen Währungspaar die Reise hingehen würde, nämlich eher auf ein bisschen früher. Und dann können wir mal durchgehen, gedanklich, wie hier so die Trades gelaufen wären. Hier fangen wir mal ganz links an. Wäre dann irgendwann der Short Trade getriggert worden und ich habe hier bewusst den Periodentrenner
mal eben aktiviert, dass wir immer sehen, wann die 24 Uhr sind. Dann wüssten wir, wann der Timestop hier auch greifen würde. Also der erste Trade wäre schon mal was geworden. Der zweite Trade, naja, der wäre ein Long Trade final geworden. Kurz vor Mitternacht waren wir dann ungefähr auf gleicher Höhe, leichter Verlust. Nächster Trade hier wäre dann ein Short Trade geworden, der hier ausgeführt worden wäre, hätte uns in Summe auf jeden Fall einen Gewinntrade gemacht. Dann hier nächste Range wäre ein Long Trade geworden, der mit einem leichten Minus geendet worden wäre. Dann der nächste wäre natürlich wieder ein super attraktiver geworden. Short Trade, boom, schön weiter nach unten gelaufen. Der nächste noch viel besser. Short Trade, noch viel weiter nach unten gelaufen. Und ganz aktuell der heutige Trade wäre ein Loser im Moment noch. Also wäre final hier ein Long Trade getriggert worden und wäre dann hier im Moment noch im Minus. Okay, soweit mit diesem Indikator. Jetzt kriegst du mal den Hinweis, warum habe ich hier von einem Trick noch geredet. Also ich zeige euch erst noch mal kurz die Folie. Der Indikator hat irgendwie so eine kleine Schwachstelle, auf die will ich gleich hinweisen. Mal angenommen, ihr wollt die Range von 10 Uhr bis 12 Uhr markieren. Und wenn ihr euch genau mit dem Indikator beschäftigt und den Sachen, die er dann einzeichnet, werdet ihr feststellen, dass wenn ich dann 10 bis 12 Uhr eintippe, der nicht ganz die richtige Range malt. Er macht aber dann die richtige Range, wenn ich 9.59 Uhr und 11.59 Uhr eingebe. Dann zeichnet er auch wirklich die ganz korrekte Range an. Ist mir auch erst beim zweiten Blick aufgefallen, woran das liegt, keine Ahnung, aber so funktioniert es dann ganz hundertprozentig. Woran ihr denken müsst, ist, die Uhrzeiten, die ihr da eintippt, sind immer in Broker-Uhrzeit zu verstehen. Das heißt, wer bei JFD handelt, weiß, da gehen die Uhren um eine Stunde anders, also eine Stunde zurück. Im Moment ist nicht 19.41 Uhr, sondern 18.41 Uhr und die Zeiten werden nach der Broker-Uhrzeit interpretiert. Also das nochmal als Hinweis, wer jetzt auch im Folgenden gleich deutsche Uhrzeiten sieht. Also wenn ich sage deutsche Uhrzeiten, meine ich halt mitteleuropäische Sommerzeit, die wir ja im Moment haben. Also immer die Zeit, die für mich gerade aktuell auch gelten würde. Darauf sind die ganzen Uhrzeiten auch gemeint, die ich jetzt gleich alle vorstellen werde. Soweit aber, also das war der Indikator und dann funktioniert es auch genauso. Ich hoffe auch der kleine Trick. Da kriege ich schon gerade Erklärungen zu. Das hängt genau mit den Ticks zusammen. Wann welcher Tick für welche Kerze benutzt wird, das würde ich auch so vermuten. Und naja, wie gesagt, also mit diesem, man hat eine Uhrzeit im Kopf als Range oder eine Start- und eine Enduhrzeit und dann einfach eintippen mit einer Minute davor. Gut. Das als nützlicher Indikator, der wirklich wahnsinnig hilfreich ist für diese Grundstrategie und den zweiten Vorteil hat, wenn mal einfach eine schnelle Analyse machen will. Das ist natürlich hier so eine Art Quick-and-Dirty-Statistik, so ähnlich wie ich es hier gerade in dem Chart gemacht habe, kriegt schon mal ein Gefühl dafür, wie so eine Breakout-Strategie arbeitet. Das ist natürlich keine Statistik, die ich bei Strategieentwicklung verwende, so nach dem Motto, jetzt gucke ich mir mal 10 Tage oder 8 Tage hier an und stelle fest, ja, in Summe profitabel. Ihr wisst, ich gucke da mal viel größere Zeiträume an, aber jetzt erkennen wir halt alle nichts mehr, um dann auch zu solchen Schlussfolgerungen wie Uhrzeiten, Take-Profit-Multiplikator und dergleichen zu kommen. Jetzt habe ich gesagt, das Ganze kann man sogar in Excel. Also ich weiß, dass es mal einige gibt, die auch gerne mit Excel arbeiten. Das Ganze kann man auch in Excel darstellen. Das will ich auch zumindest mal einmal zeigen, damit ihr gesehen habt, wie eine solche Strategie sogar hier in einem Excel-Sheet darstellbar ist. Gleich vorweg, ihr seht hier zwar keine brillante Equity-Kurve, das liegt aber allerdings vor allen Dingen daran, dass ich jetzt hier nur ein ganz eingeschränktes Zeitfenster habe. Ich habe jetzt bewusst nur seit Januar dieses Jahres geguckt und das große Excel-Sheet dazu, was ich auch, wie gesagt, gerne zur Verfügung stelle, ist halt leider 55 Megabyte groß und macht mir hier gerade den Computer etwas zu lahm, um es hier im Webinar dann doch ordentlich vorstellen zu können.
Was kann man mit so einem Excel-Sheet hier machen? Und die Trades werden hier halt auch genau abgebildet. Na, man kann hier halt Zeiten einstellen. Also man kann einen EMA einstellen als Trendfilter. Man kann dann Uhrzeiten einstellen. Die Uhrzeiten sehen ein bisschen komisch aus, weiß ich. Die Uhrzeiten sind hier nämlich Minuten nach Mitternacht. Was hier gerade dargestellt ist, ist eine Range-Breakout-Strategie für den S&P 500. Das ist in Anlehnung an meinen Kollegen Jens Klatt, der auch diese Strategie schon mal im Detail vorgestellt hat. Was man hier tradet, ist die Eröffnung vom S&P 500. Nämlich, ich sag mal, die Uhrzeiten, die jetzt nicht ganz so sprechend sind, 9:30 nicht 9:30, 930 Minuten nach Mitternacht und 960 Minuten nach Mitternacht. Es entspricht einfach 15:30 und geht dann bis 16:15 Uhr. Das ist hier auf 5, M15 Basis. Die Kerze, die um 16:15 Uhr endet, beginnt ja um 15 Uhr und deswegen steht hier 15:30 Uhr und 16 Uhr. In Wahrheit ist es allerdings die erste Dreiviertelstunde und dann wird der Breakout aus dieser Range getradet. Lohnt sich, ist auch über dann eine längere Historie auch sehr schön profitabel. Also wer gerade zur Eröffnung vom S&P 500 einen zusätzlichen Vorteil sich verschaffen will, der kann genau diese Uhrzeiten nehmen. Und um es noch gleich korrekt zu sagen, so steht es dann auch im großen Excel-Sheet für die viel längere Historie von ungefähr 8 Jahren. Da stellt man fest, dass dann ein EMA von 10 eigentlich ziemlich gut ist. Und dann guckt man einfach von 15:30 Uhr bis 16:15 Uhr und kann dann exakt genau diese Strategie entsprechend traden. Das Ganze ist nochmal für den S&P 500. Dass der genau jetzt hier in den letzten 3 Monaten nicht ganz so doll performt, wundert mich persönlich überhaupt nicht. Wie alle wisst, S&P 500 ist im Moment sozusagen das Langweiligste, was es gibt. Also die Volatilität ist am Boden. Da passiert fast nichts. Das heißt, das schreit gewissermaßen schon nach einem anderen Filter, nämlich nach dem Filter Minimum Range, die nämlich dann hier auch wahrscheinlich regelmäßig verletzt werden würde. Grundsätzlich, weil ich schon ein paar Fragen kriege, lässt sich alles jetzt hier in dem Excel-Sheet ausprobieren. Man muss dann vielleicht die Kursdaten noch austauschen gegen andere. Dann kann man auch andere Underlyings und andere Uhrzeiten nehmen. Es wird gerade schon noch gesagt, hey, diese Strategie ist vom Schäfermeier abgeschaut. Nee, ist sie nicht. Auch Schäfermeier ist definitiv nicht der Erfinder dieser Strategie. Diese Strategie ist älter als Birger Schäfermeier tradet. Also von daher, glaub mir, sowas erfindet. Was Strategien angeht, ist wenig neu erfunden. Das ist die Frage, wie man es genau real umsetzt. Aber trotzdem gönne ich es jedem, wer über diese Strategie berichtet. Ich tue es ja jetzt gerade auch. Aber von daher, das Erfinden sei immer gerne dahingestellt. Auch die Sachen, die ich hier vorstelle, sind das oft dann Sachen, die ich erfunden habe. Ja, erfunden nicht, aber die Optimierung, da wird es interessant. Und da ist auch der eigentliche Gehirnschmalz dann drin. Gut, soweit mal zu einer S&P 500 Strategie. Das ist aber noch gar nicht die ganz echte. Die sei nur hier schon mal trotzdem erwähnt. Jetzt kommen wir mal zu 3 Beispielen, die ich auch unmittelbar live trade und wo ich auch alle Parameter wirklich mal im Detail euch vorstelle. Kommen wir zur ersten. Die tradet gleich simultan den DAX und den S&P 500. Wenn ich sage simultan, soll das einfach nur heißen, na, ich habe einen Account, auf dem trade ich dreimal eine DAX-Ausbruchsstrategie und dreimal eine S&P 500-Ausbruchsstrategie. Das Ganze ist für mich dann zusammen ein Account, eine Strategie und hat halt unterschiedliche Uhrzeiten, unterschiedliche EMAs und dergleichen. Gehen wir mal kurz durch, dass man versteht, wie das alles zu lesen ist. Der Anfang ist, glaube ich, sofort klar. Hier ist die Range Start- und Endzeit definiert. Dann gibt es ein EMA als Trendfilter. Deswegen habe ich hier oben auch die Periode
mit aufgeschrieben, weil natürlich braucht der EMA, den ich anwende, der muss für eine bestimmte Periode angewendet werden. Wenn hier halt 300er Periode steht, dann ist das halt auf diesem M5-Chart. Und dann die anderen Parameter sind fast selbsterklärend. CRV 2,8, also das Ziel ist 2,8 mal so weit entfernt wie der Stop-Loss. Und es gibt eine Minimum-Range. Und diese Minimum-Range ist hier sehr wichtig für diese Strategie, weil wenn nichts los ist, dann möchte ich auch gar keine Trades platzieren. Das heißt, wir haben hier dreimal solche Trades-Platzierungen für den DAX. Jeden von denen betrachte ich dann unabhängig voneinander. Wer das jetzt genauer durchdenkt, wird feststellen, ja, das kann dann sogar passieren, dass der eine einen Long Trade irgendwann eingeht und der andere einen Short Trade. In der Tat korrekt, kann passieren, stört mich aber nicht. Gehört für mich als Gruppe zu dieser Gesamtstrategie dabei. Und von daher trade ich das auch alles dann stur und simultan. Dann gibt es auch nochmal drei Strategien für den S&P 500. Jetzt kommen halt nochmal andere Uhrzeiten. Der eine ist eher schon am Morgen. Der nimmt sich sozusagen die gesamte Nacht vor. Und dann zwei Trades, die am späten Nachmittag dann entsprechend platziert werden. Das Verrückte ist in der Tat, auch hier für mich gilt im Moment, also S&P 500 Trades sehe ich im Moment in den letzten 2, 3 Monaten fast keinen einzigen, weil ich halt nie aus meiner Minimum Range rauskomme. Und deswegen, also, wie wird nochmal genau, wie ist die Berechnung von der Minimum Range oder wie ist das zu verstehen? Naja, wir haben ein Maximum in der Range und wir haben ein Minimum. Was ich jetzt mache, ist, ich ziehe einfach Maximum minus Minimum ab und dividiere es durchs Minimum. Damit habe ich meine Range quasi in Prozent. Also, egal welches Underlying es eigentlich ist, also ich habe einfach eine Range, die ich, von der ich sage, sie soll halt mindestens 0,2% groß sein. Und das mache ich halt über Maximum der Range minus Minimum der Range dividiert durch das Minimum der Range. Das gibt mir die Range Größe in quasi Prozent an oder relativ, um es mal mathematisch korrekter zu sagen. Und dann vergleiche ich es einfach genau mit dieser Zahl, die hier steht. Und genau, das und der EMA gibt natürlich genau die Richtung vor. Das heißt, oberhalb vom EMA gibt es immer nur die Long Trades und unterhalb vom EMA gibt es immer nur die Short Trades. Gucken wir uns das Ganze mal eben sozusagen live an. Also gehen wir mal genau in den Account. Und das ist dieser Live-Account hier. Und dann sehen wir auch mal wieder ein typisches Bild, wie ich es die ganzen letzten Tage über immer sehe, nämlich mein S&P 500, also hier oben US-Dollar, hat mal wieder dreimal seine Range-Kriterium nicht erfüllt, also immer zu klein, deswegen auch keine Trades. Im DAX habe ich drei Trades laufen. Jeder sieht sofort, aktuell für diese drei Trades heute bin ich natürlich im Minus im Moment. Vielleicht geht es ja hier noch nach unten. Aber was ganz interessant ist, also die Strategie läuft jetzt 3 Monate und in diesen 3 Monaten ist das Konto immerhin von 4.000 Euro auf, ich gucke mal gar nicht auf den echten Kontostand, sondern auch inklusive meiner momentanen Verlusttrades. Also diese laufenden Trades hier sind wir bei 4.146. Oder gucken wir uns das Ganze nochmal genauer an für diese Strategie und machen uns daraus auch eine Equity-Kurve. Und dann kriegen wir sie hier auch nochmal geöffnet mit all seinen Trades. Ihr werdet, wenn man genau guckt, sind nicht viele S&P 500 Trades dabei. Oh, das ist jetzt gar nicht die komplette Historie. Sorry, mein Fehler. Komplette Historie. So, und das Ganze nochmal als ausführlichen Bericht speichern. Speichern. Und dann sehen wir auch jetzt gleich die wirklich komplette Equity-Kurve. So. Das sind jetzt also ein Zeitraum von 3 Monaten für diese Strategie.
Und es ist ein ganz normales Verhalten. Natürlich, es war mal schon direkt hier oben, wieder ein bisschen runter. Aber in Summe geht es hier munter nach Norden. Im Moment also bei knapp 5% im Plus. Und das nach 3 Monaten. Noch, wenn man das aufs Jahr hochrechnet, wäre das ein schönes Jahresendergebnis. In dem Fall, also wie groß ist mein Risiko, beziehungsweise nehme ich immer einen CFD? Nein, ich mache das tatsächlich so, dass ich den Trade, den ich eingehe, der hat ein festes Euro-Risiko. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ob dieses feste Euro-Risiko 100 Euro ist oder 30 Euro ist. Und was ich dann mache, ist, je größer dann natürlich die Range ist, desto kleiner wird meine Lot-Size. Und je kleiner die Range ist, desto größer ist meine Lot Size. Immer so, dass ich meinen persönlich eingestellten Risikobetrag, den ich bereit bin, für diesen Trade zu riskieren und auch zu verlieren, dass der dann entsprechend passt und stimmt. Genau. So, dann werde ich nochmal gefragt zu dieser Minimum Range. Wenn zum Beispiel ein Maximum bei 12.500 ist und ein Minimum bei 12.450, dann zieht man genau diese zwei Zahlen voneinander ab und dividiert sie nochmal durch die kleinere. Ganz genau, weil das nochmal gerade hier hinterfragt wurde. Also ihr seht, das ist eine Strategie, die halt Indizes hier tradet. Dann will ich euch einen nächsten Setup für Breakout-Strategien zeigen, was noch viel einfacher ist. Eine einziges Underlying, eine einzige Strategie, ganz einfach gestrickt, Range 3 bis 10 Uhr, EMA 11, CRV 1,7, keine Minimum Range, einfach danach traden. Ist im Moment im Drawdown, weiß ich. Also ich will es auch ruhig genauer zeigen. Das wäre dann hier. So, auch da gibt es im Moment einen laufenden Trade, einen Short Trade heute, der im Moment aktuell gerade im Verlust steht. Und auch das Konto steht ebenfalls aktuell ein bisschen im Minus. Aber trotzdem, ich weiß, wie die Strategie funktioniert und wie sie läuft. Die entspricht ziemlich genau auch dem Bild, auch dem Video, das wir uns vorhin angeguckt haben. Hier für den Euro-japanischen Yen. Ich bin also kein bisschen hier gerade beunruhigt, was das momentane Ergebnis angeht. Kommen wir noch zum Abschluss zu dem, der im Moment super gut läuft. Richtig schön, bin ich auch sehr, sehr zufrieden mit. Ebenfalls nochmal eine einfache Strategie auf einem einzigen Underlying, nämlich dem sogenannten Cable, also britisches Pfund US-Dollar, ein Liebling für viele, die mit solchen Strategien zu tun haben. Ich benutze komplett andere Uhrzeiten, als sie auch viel in anderen Webinaren oder auch ja, ganz woanders halt verwendet werden, nämlich eine deutlich größere zeitliche Range, nämlich von morgens so knapp um 7 Uhr bis um 13 Uhr. Und dann eine ganz interessante Maßgabe für diese Strategie. Hier trade ich mit einem CRV sogar kleiner 1. Das heißt, mein Erfolg muss durch die Trefferquote kommen. Und das tut's auch. Ich benutze hier eine Maximum-Range. Das heißt, wenn die Range zu groß ist, in dem Fall größer ist als 1%, dann mache ich gar nichts. Dann platziere ich keine Orders. Und diese beiden Orders hier sind dann, weil ich auch kein EMA verwende, dann logischerweise echte OCO-Order. Und gucken wir uns auch die mal hier live an. Nee, das läuft auf einem anderen Server. Und dann haben wir hier diese Strategie. Da seht ihr auch wieder einen Trade, der gerade läuft. Und im Moment läuft hier gerade ein Short Trade, der aktuell gerade im Minus steht, hier unten seinen Take Profit hat, hier oben seinen Stop Loss hat. Dieser Account läuft gerade mal 2 Monate und ist eines der kleinste Account, den ich hier bedienen kann, nämlich ein 500 Euro Account, der jetzt mittlerweile immerhin schon bei 540 Euro stehen. Und gucken wir uns auch da mal die Historie an.
von dieser Strategie. Dann sieht sie so aus. Und das ist halt auch wirklich eine sehr einfach und auch zu menschlichen Uhrzeiten handelbaren Strategie. Und dann haben wir halt hier in diesen letzten 2 Monaten diese Entwicklung. Erstmal ist längere Zeit sozusagen das nur leicht nach Norden gegangen und dann für die letzten 3 Wochen wesentlich nochmal besser. Aber auch hier gilt, die Drawdowns sind eher sehr klein. Und wir haben jetzt schon ein schönes Polster von jetzt bei ungefähr 8% im Plus für diese Strategie und das nach noch nicht mal 2,5 Monate sind es. Also das, wenn man das hochrechnet, hätte man natürlich hier ein Jahresendergebnis, das wäre traumhaft. Aber ihr seht, das ist so das Wesen der Open Range Breakout Strategien. So funktionieren sie typischerweise und in dem Fall, weil wir sogar mit einem CRV kleiner 1 handeln, müssen wir es wirklich über die Trefferquote dann sozusagen richten und holen. Und die ist jetzt hier aktuell bei ungefähr 60% und das reicht natürlich dann, um hier entsprechend profitabel dann zu fahren. Also richtig schön. Die Liste übrigens von Breakout-Strategien ließe sich noch weiterführen. Ich fahre da übrigens noch mehr. Auch ein weiterer Liebling ist Gold. Aber irgendwann muss ich ja natürlich hier auch mal aufhören mit der Auflistung von allem, was wir hier so an Möglichkeiten haben. Also ihr seht, Breakout-Strategien sind was richtig Tolles. Von den 3 Beispielen waren jetzt 2 ziemlich gut im Plus. Eine ein bisschen im Minus, macht nichts, ist soweit alles vertretbar und in Summe vor allen Dingen auch sehr positiv. Fassen wir dann nochmal genau zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass man aus einer preislichen Range eine preisliche bildet in aller Regel und da dann diese Stop-Order platziert, Buy-Stop, Oberkante, Sell-Stop, Unterkante. Wenn wir nicht noch weitere Trendfilter einsetzen, dann ist es immer eine OCO-Order, also one cancels the other. Und wenn wir noch weitere Filter haben, dann haben wir wahrscheinlich nur einen Trade, dann haben wir aber auch, brauchen wir auch nicht OCO fahren. In Summe habe ich eigentlich 4 Beispiele vorgestellt, 3 wirklich richtig konkret und richtig mit allen Parametern, die man dazu braucht, um sie selber zu traden. Die S&P 500-Strategie will ich nicht unter den Teppich kehren, auch sie ist gut. Aber halt im Moment ist halt S&P 500. Ja, aber das wisst ihr, wenn man nur auf den Chart guckt, dann ist da im Moment alles ein bisschen schwierig. Und deswegen bin ich froh, dass zum Beispiel meine Strategie, die auch den S&P 500 im Portfolio drin hat, einfach ihren Filter hat. Und dieser Filter ist diese Minimum Range. Und deswegen tradet die auch im Moment überhaupt nicht. Na gut, dann ist dem so, wenn man da an der Seitenlinie steht, ist es jetzt nichts, was grundsätzlich irgendwie falsch ist. Für mich gehören Breakout-Strategien auf jeden Fall in die Trading-Toolbox. Sie sind auch selber erfassbar, selber anpassbar, aus dem Chart ableitbar. Also von daher aus meiner Sicht so richtig was Gutes für jeden, um damit einfach seine Toolbox zu bereichern. Ja, mein Gott. Schon wieder nach 8 Uhr. Ich hoffe, war für euch in Summe was richtig Schönes dabei. Auch mal ganz konkrete Strategien. Und ihr kennt mich mittlerweile ein bisschen, wenn ich diese Strategien hier so vorstelle. Ich zeige nicht umsonst die Accounts. Mir ist wichtig, dass ihr seht, dass das, was ich erzähle, ist auch das, was ich trade. Und das schlägt sich nun mal in echten Accounts nieder. Von daher male ich nicht nur ein paar Bildchen, sondern schließlich und endlich sollen die Zahlen sprechen. Und deswegen auch zu jeder Strategie dann immer einen entsprechenden Trading-Account, der dann dann auch wirklich so geführt wird. Mit all seinen Höhen und Tiefen. Deswegen verschweige ich sie natürlich auch nicht, sondern auch darüber wird hier offen und ehrlich berichtet. Okay. Euch allen natürlich noch einen super schönen Abend, hoffentlich nicht zu heiß. So ein bisschen gibt es eine Fortsetzung über sich selbst anpassende Strategien in 2 Wochen.
Würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder so zahlreich dabei seid wie heute. Wir kommen langsam hier an unsere Übertragungslimits, was natürlich richtig gut ist, aber das ist ein Luxusproblem und lässt sich leicht lösen und wird dann auch gelöst, wenn es denn erforderlich wird. Also, schönen Abend noch und E-Mail habt ihr, wenn noch mal Fragen sind, Slides nicht runterladbar waren, Excel-Sheets gewünscht sind, einfach kurze E-Mail an s.fridrichowski@jfdbrokers.com und ihr erreicht mich ganz einfach. Super, sehr schön und euch noch einen schönen Abend. Tschö.